Tag. Hallo. Ich grüße euch. Wie geht's? Wie steht's? Lange nicht mehr da gewesen. Wir spielen ein kleines Mini-Horror-Game. Oder was heißt Mini-Horror-Game? Es ist eine Demo. Es soll rauskommen. Es nennt sich Paranormal VHS. Genau meins. Ich mag die Paranormal-Filme. Ich mag auch das Paranormale. Und ich mag auch VHS. So, ich gehe einmal in die Option. Wir gucken mal. Display, das passt alles. V-Sync bitte an. Brightness machen wir mal ruhig auf 2. Akzeptieren das Ganze. Und Grafik. Ja, epic, epic, epic. Motion Blur. Ja, okay. Motion Blur mache ich mal aus. Will ich nicht. Anti-Aliasing, Shadows, Texturen. Müssen wir mal gucken, wie es läuft. Ich glaube zwar nicht dran, dass es sehr optimiert ist, aber egal. So, Lautstärke lasse ich mal. Gibt es denn noch irgendwie Gameplay? Gibt es Sprache? Das heißt Titel, Outerline, Right, Green, Yellow. Ich mache mal Yellow Color, Subtitles, Size, Medium, Large. Wir machen Medium. So. Ja, Change, yes. Dann gehen wir zurück und wir machen Play. Ich mache mir mal weg, falls nochmal was kommt. Ne? Bis gleich. Du bist James. Ein sehr berühmter Vlogger. Und du spendest deine Zeit mit in der Nacht mit einem gruseligen Platz, wo verrückte Sachen oder gruselige Sachen passieren. Dein Equipment ist eine VHS-Kamera und das erlaubt es dir, Sachen der paranormalen Aktivitäten aufzunehmen. Dein nächster Vlog in der Nacht ist im Crimson Hill Hospital angelehnt. Da gehst du jetzt hin. Und das Horrorfein-Experiment mit Patienten und so sind wohl mysteriöse Events passiert in dem Gebäude. Ist alleinstehend, also das ist wohl sehr, sehr gruselig da. Und das aktuelle Videomaterial, was du jetzt sehen wirst, ist nicht vorgespult oder zurückgespult. Wir schauen es uns einfach nochmal an. Oh, mein Kopf. Das tut so weh. Da sind wir schon. Oh mein Gott. Oh, mein Kopf burnt. Mr. Burns. Haben wir Licht? Ja. Schön, wir haben eine Taschenlampe. Ich bin irgendwie... Mal eben das Handy beiseite legen. Ich bin irgendwie aufgewacht. Hier in meinem Schlafzimmer. Oh Gott, das fängt ja schon gut an. Oh nein, das sieht aus wie bei... Wisst ihr, wie das aussieht? Oh no. Ich bin in diesem scheiß Hotel, wollte ich sagen. Krankenhaus? Oh, ich muss hier raus. Bevor sie mich finden. Wer denn? Oh, ich kann zoomen. Das sieht echt aus wie Daylight, ne, gerade. Oh Gott. Auf was habe ich mich da eingelassen? Was? Ach so, man kann die schütteln. Die Taschenlampe. Hallo? Oh, Horrorspiele, die in Irrenanstalten spielen und in Krankenhäusern, sind die schlimmsten. Und natürlich auch die besten. Das sieht echt aus wie bei Daylight. Oh Gott, mit dem Treppenhaus hier und so. Ich muss sagen, gefällt mir jetzt schon sehr gut. Nee. Oh, Alter. Blöde Taschenlampe immer. Oh Gott, ich zoome da noch rein. Oh Gott. So, falls das auf YouTube kommen sollte, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Wir sind gerade im Livestream. Ja. Wir können übrigens nicht rennen. Ich drücke.
drücke gerade Shift und es passiert nichts. Ist das... Was macht ein Benzinkanister hier? Ja gut, es ist sehr abandoned, ne? Also verlassen. Ein verlassenes Krankenhaus. Was passiert, wenn ich nichts mache? Ich frage mich, ob ich mich selber trete. Geh an! Los! Bleib an! Okay, also die wackelt einfach nur dann die Taschenlampe. Die geht also nicht aus. Gut zu wissen. So. Was ist das denn? Ist das Schimmel? Hier könnte mal echt mal wieder renoviert werden. Ein Bettchen. So. Oh. Oh, guck mal. Ein schönes Bettchen. Ein Rollstuhl. Oh nein, bitte nicht. Rollstuhlautobahn. Nein. Noch ist alles ruhig, ne? Ich wünsche, ich hätte es nicht gesagt. Zoom. Warum soll ich zoomen? Steph. Steph only. Da ist ein Cola-Automat. Ich will da rein. Ich möchte eine Cola trinken. Oh Gott, das ist furchtbar. Furchtbar gut. Ach so. Da kann man... Was? Flashlight? So, ja, haben wir ja. Wissen wir ja schon. Ob wir auch eine Nachtsicht haben? Night Vision? Mit V? Nee. Fehlt mir noch ein bisschen bei dem Spiel. Oh Gott, ist das duster. Spiele ich hier ein? Was erwartet mich vor allen Dingen hier? Springen kann ich auch nicht. Ja, so hier meine Vlogger. Schaut an, ich bin hier beim Lost Place. Ne? So. Ja, hier wurden früher Patientendings gemacht und so. Es hat einen leichten, fällt mir gerade auf, es hat einen leichten PS2-Charme, ne? Mit so ein bisschen Pixel-Look. Finde ich ganz geil. So, tritt mir in den Arsch. Oh Gott, hier geht's auch weiter. Oh Gott. Ich warte auf den Moment, wo ich da reingucke und da jemand sitzt. Natürlich muss ich alles untersuchen. Da ist ein Spind, das gefällt mir nicht. Okay. Bücher. Irgendeine Pinnwand mit... gemalten... keine Ahnung, was soll es sein? Ich weiß es nicht. Toll. Oh, danke für die Bits. Vielen lieben Dank für 8 Bits. Ganz lieben Dank, Zoe und Lea. Ganz lieben Dank. Hide. Oh nein. Ernsthaft. Oh Gott, wir müssen uns verstecken. Und ich kann nicht rennen. Oder es ist auf eine Taste, die ich noch nicht gelernt habe. Vielen Dank für die Bitties. Ganz lieben Dank. So. Vor allem frage ich mich, wer uns hier jagt. Ist es eine Oma? Ah, ist ein Cola-Automat. Ich hab Durst. So, ja, ich bin V-Vlogger. Und wie ihr seht, das Krankenhaus ist gar nicht so gruselig, wie sie alle mal tun. Naja, alle haben sie mal gesagt, oh, das ist so mega gruselig. Ah, ich glaube, ich brauche einen Schlüssel für diese Tür. Ich bin mir nicht sicher. Also gruselig ist das hier gar nicht. Seht ihr? Da ist sogar der Ausgang. Da gehen wir mal hin. Vielleicht kommen wir hier endlich raus. Okay. Hier scheint es nicht rauszugehen. Die Tür ist versperrt. Und wir müssen einen Schlüssel finden. Das heißt... ist das ein... das soll ein Kalender sein, ne? So, wo finden wir denn einen Schlüssel? Müssen wir bestimmt irgendwie... ich tritt mir selbst in den Arsch. So, bam, bam. Finde ich aber eine coole Idee mit dem... mit dem Schütteln der Batterie oder der Taschenlampe. So.
Nochmal 4 Biddies. Vielen Dank. Dankeschön. Viel zu viel. Viel zu viel. Dankeschön. So. Wo finden wir einen Schlüssel? Hier kann man auch nicht ran. Dungeon. Was? Aufs Wackeln. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ducken kann ich mich übrigens auch nicht. Ist hier ein Schlüssel am liegen? Nee. Weil das so der einzige Raum ist mit so einem Schreibtisch, wo ich denke, da könnte was liegen. Aber anscheinend, nee, okay. So gruselig finde ich das hier gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Verlassene Krankenhäuser sind gar nicht so gruselig. Oh, hier waren wir gar nicht drin. Hier liegt bestimmt der Schlüssel. So, Hände waschen. Nicht vergessen. Da. Juhu, wir haben den Schlüssel. Das ist nicht gut. Denn wir wissen alle, dass es jetzt passieren wird. So. Dann gehen wir mal zur Tür. Gucken mal. Stand der gerade schon da? Nein, bitte nicht. Stand der gerade schon da? Ich bin mir nicht sicher. Der stand doch... Oh nein. Der stand doch hier. Oh nein, ich hasse das. Oh, ich hasse das. Oh, ich hasse das, wenn sich Dinge verändern. Oh nein, warum müssen es unbedingt Rollstühle sein? Ich hasse die Rollstuhlautobahn von Silent Hill 4. Hört auf damit. Ich will das nicht. Ich möchte das nicht nochmal erleben. Hallo? Hallo? Jetzt rollt er gleich weg. Wetten? Aber keine Computer hier? Doch, da. Ich dachte schon. So, alte Dokumente. Oh, Alter. Der Rollstuhl des Glückes. Warum sollten wir jetzt hier rein? So, hier sind überall... Ist das von oben? Das ist von oben, okay. Oh, schon wieder so schwarz, ne? Könnte Schimmel sein, bin mir nicht sicher. Sollte man lieber nicht sagen, hallo. Ja! Ist die an? Man ruft nicht Hallo in die Dunkelheit, ich weiß. Tut mir leid. So, hier ist aber nichts drin. Wofür brauchte ich jetzt den Schlüssel? Tritt mir selber in den Arsch. So. Und hier ging es nicht weiter, ne? Okay. Dabei sehen wir uns nur ein Video an, ne? Wohlgemerkt. Oder ist hier was drin? Nee. Guck nochmal genauer. Da ist ein Stuhl. Schublade öffnen. Ah. Oh, wir können Schubladen öffnen. Wusste ich gar nicht. Ist mir aber neu. Oh, eine Stuff Keycard. Oh Gott, ist der eklig. Ungewollt die Antwort. Wo ist denn der junge Mann hin? Und was hat er? Vielleicht sollten wir ihm mal helfen. Junger Mann, Sie sind im Krankenhaus. Ich kann Ihnen helfen, wenn hier nochmal ein Arzt ist. Wo war denn jetzt nochmal das mit dem Stuff? War das da lang? Oh Gott, diese blöde Taschenlampe. Das ist doch extra. Das ist doch voll Mobbing. War das hier? Hier war das, ne? Was? No power? Och, leck mich. Wo soll ich denn jetzt wie soll ich denn den Strom anmachen? No power. Der ist... wir haben keinen Strom. Haben wir irgendwo was mit Strom gesehen? Ich bin mir nicht sicher.
Das wird immer schlimmer hier, ne? Haben wir hier die Schubladen durchsucht? Ach, hier, doch. Oh Gott. Ah, aua. Diese blöde Taschenlampe. Guck mal, die können wir auch aufmachen. Die auch? Nee. Die? Okay, die können wir nicht öffnen. Wir können also blaue Türen und Schubladen öffnen. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass wir gleich irgendwie verfolgt werden? So, meine lieben Vlogger-Kollegen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und weil Sie nichts sehen, sehen Sie morgen. So. Ist gar nicht so gruselig, wie sie alle sagen immer. Paranormal VHS heißt das Spiel. Das ist eine Demo und die könnt ihr euch selber runterladen. Bei Steam. Könnt ihr selber spielen. So, wo machen wir denn... Wo machen wir den Strom? Ist das Strom? Nee, oder? Da ist eine Klimaanlage oder so. Ich suche gerade verzweifelt vielleicht so einen Sicherungskasten. Hier kommen wir, hier brauche ich glaube ich gar nicht versuchen, ne? Nee. Okay. Dieses komische Grundbrummen auf den Ohren, ne? Das gefällt mir gar nicht. Kann das bitte aufhören? So, wo haben wir denn... Haben wir irgendwo Strom? Kriegen wir irgendwo Strom her? Ich glaube zwar nicht, dass hier in diesem alten Gemäuer noch irgendwie Strom funktioniert. Aber man kann sich ja nicht sicher sein, ne? Hello? War die... Boah, Alter! War die Tür vorhin schon offen? Ja, boah, bin schon so durch. So, hier war 6. Das war der Raum mit dem Bürostuhl. Ist hier noch was? Nee, okay. Da ist nix. Kann man das lesen? Medical Card. Steht da Medical Card? Ich glaub ja. Strom, sagst du. Wo kriegen wir Strom her? Hier vielleicht mal die Zunge dran halten? Need Power, sagt er. Inventar haben wir auch nicht. Okay, dann gehen wir nochmal hier gucken. Vielleicht ist hier... Dann müssen wir hier lang irgendwo. Das waren ja die ganzen Zellen. Das sieht aus wie Zellen, ne? Das sieht gar nicht aus wie ein Krankenhaus. Das sieht aus wie eine Irrenanstalt. Warum gucke ich da eigentlich immer nur rein? Kann ich den Kanister mitnehmen? Nein, okay. Also... Ja... Immer die Zunge an die Elektrik halten. Ist immer gut. So. Ja, solange wir keinen Strom haben, bringt uns das ja nichts, ne? Und bisher ist es auch nicht gut. Bisher ist es nicht gruselig. Was war das denn? Alter, mach doch nicht sowas. Oh, Bruder, da muss ich los. Die Tür ist offen. Und ich sag noch so schön, bisher ist nichts passiert, groß. Gott, ist das duster. Ist echt wie bei Daylight, ne? Auch die Tapeten und so, das sieht fast genauso. Oh nein, wir können jetzt rennen. Das ist nicht gut. Wir können jetzt erst rennen. Das ist gar nicht gut. Steht da hinten einer? Oh Gott. Kann ich bitte... Was spiele ich eigentlich? Strom einschalten, sagst du ja.
Ich verkrümel mich einfach in die Zelle. Ah nee, das ist glaube ich nur so ein Fleck an der Wand. Wow. Nein, schon wieder ein Rollstuhl. Hör auf damit. Hallo? Ich gucke erstmal hier. Okay. Hier kommen wir schon mal nicht lang. Das ist ein Internetcafé. War es mal früher, glaube ich. Ja, ist doch gut. Lass mal im Arsch treten. Au, au. Können wir alles offen machen, das ist supi. Nix drin. Gott, da ist ja alle, überall nix drin. Was ist das für ein Armutskrankenhaus? Das Krankenhaus hat ganz viele leere Schränke. Felsenfest davon überzeugt, leere Schränke zu haben. Kein Wunder, dass das Krankenhaus marode und... There is no power. Ist das ein Sicherheitsknopf für irgendwas? Das heißt also, wir müssen Strom anmachen, das wussten wir ja schon. Und einer hat sich ja schon angekündigt. Da können wir uns nicht verstecken. Ne, hau ab. Oh, ich höre was. There is no power. There is no power. Aber hier ist doch Power. Der läuft doch. Aber wo läuft der hin? Das läuft hier lang, la la la, nach da. Hä? Ach nee, der läuft nach hier. Und dann da lang, okay. Der läuft da lang, da runter. Da lang, dahin. Der läuft dahin, okay. Licht. Das ist auf jeden Fall Licht. Den können wir auch nicht benutzen. So. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt diese Schalter hier irgendwie aktiviert? Nein! Hoffentlich geht gleich Licht an. Den kann ich nicht aktivieren, oder was? Wieso kann ich den nicht aktivieren? Der andere ging doch auch. Der ist auf jeden Fall für Stuff. Wofür ist der hier? Für einen Knopf. Vielleicht sollen wir jetzt erstmal zum Stuff gehen. So viel Licht ist hier gar nicht. Gott, diese Taschenlampe. Der Knopf, den brauchen wir bestimmt später. Warum kann ich rennen? Ich will das nicht. So, müsste jetzt funktionieren. Die dumm, die dumm. Oh, ich dachte schon. Ich dachte, was kommt denn da angeflogen? Dabei war es nur das Kabel. Da waren wir auch noch nicht, ne? Achso. Wo geht's denn hier hin? Okay, hier möchte ich auch glauben. Sag mal. Also. Also ehrlich. Achso, jetzt sind wir... Ah, okay, alles klar. Ist das... Ist, glaube ich, kein Gang, wo wir schon waren, ne? So, bitte.
Ja, ja. Toll. Huch, der war ja schnell. Wo wollte er hin? Hätte es wahrscheinlich eilig gehabt. Vielleicht zum Winterschlussverkauf. So. So. Jo, wir sind also beim Stuff angekommen. Ganz schön. Okay, hier komme ich nicht weiter. Oh nein, ich muss diesen Weg gehen. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ein blauer Mob. Was tut er? Er leuchtet blau. Warum ist hier Licht? Was war das? Was sind das für Symbole? Sieht aus wie eine Tür. Wir müssen gleich rennen. Ich weiß es. Irgendwas kommt. Wir können uns hier verstecken. Oh nein. It's locked. Fuck. All the exit doors are fucking locked. Ja, und jetzt? Und was machen wir jetzt? Toll. Großartig. Tschüss. Halt geht nicht. Doch, jetzt. Wir standen da. Oh Gott. Ich hab Gänsehaut. Omi, bist du's? Omi Wan Kenobi? Ich glaub, die kommt nicht, ne? Ich trink mir mal was. Warte mal. Ich glaub, ich muss sie erst triggern, oder? Ja. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Der typische Spruch. Ist das der Typ im Frauenkleid? Leert der gerade eine Dose? Vertonung fehlt noch. Schön, dass er mich sehen kann. Das heißt, er hat sich jetzt angekündigt, er wird da sein. Das heißt, wir können jetzt überall rennen. Toll. Sehr großartig. Ich weiß doch nicht, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich müssen wir... Wollen wir das hören? Dieses... wahrscheinlich müssen wir jetzt nochmal zu dem Generator, ne? I should find another way. Ich glaube, ich soll einen anderen Weg finden. Toll, du Eumel, wo soll ich denn jetzt einen anderen Weg herfinden? Und jetzt ist hier auf einmal alles duster, oder was? Ist er der Elektriker? Hat der alles jetzt ausgemacht? Der Elektriker vom Dienst. I should find another way. Ja, toll. Hier können wir uns ja auch verstecken, ne? Hör auf. Noch ein bisschen gruselig jetzt, wo ich weiß, dass er da ist. Und er saß hier auf dem Stühlchen. Kann er nicht einfach da bleiben? Wo der Pfeffer wächst? Gut, im Prinzip ist hier sowieso nichts. Also wir müssen wahrscheinlich dahin, wo die Generatoren sind. Die Generatoren. So. Ich kann noch rennen, oder? Ja, kann ich. Ist vielleicht nicht die beste Idee. Ich guck da jetzt nicht rein. Auf! Auf! An! Du, 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 du. Du, 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 du. Irgendwo steht er gleich.
war das? Ja. Der liegt noch da, ne? Ich glaube, ich höre ihn. Glaube ich zumindest. Alter, diese Taschenlampe. Das nehme ich auch von Equipment mit. Oh, da hinten läuft er. Oh, lol. Wir müssen quasi da lang. Ich warte mal kurz ab, ja? Ist die Frage, patrouilliert der da? Oder war das jetzt nur ein Trigger, den ich ausgelöst habe? Das hört sich aber echt so an, als würde er sich selbst treten. Au, geh wieder an, Taschenlampe. Ich hab ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Was war das für eine Tür? Ah, überall, wo der Rollstuhl ist, ist seine Wohnung, oder was? Okay. Oh nein. Das ist bestimmt der Notaus da, der Knopf. Oder so. Ist auch ein Rollstuhl. Was will der von uns? Kann ich jetzt den Generator benutzen? Bitte? Ernsthaft? Warum habe ich es vorhin nicht mitgenommen? Oder warum konnte ich es vorhin nicht mitnehmen? Das glaube ich ja jetzt nicht. Oh, ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Bitte bleib da. Ich möchte nur den Benzinkanister holen. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Wäre gruselig, wenn er da drin sitzen würde jetzt so, ne? Und die Wand anstarren. Leute, ich werde nicht alt, wenn ich das spiele heute hier. So, einmal bitte zum Treppenhaus. So. Ich glaube, es passiert erst wieder was, wenn es passiert endlich. Also es passiert. Mein Gott. Erstmal lerne ich reden. Es passiert, glaube ich, erst was, wenn wir den. Entweder wenn wir den Fuel-Kanister haben. Oder wenn wir den Generator angeschmissen haben. Oh Gott, Alter. Boah, wenn das nochmal macht, Alter, ich kündige. Oh Gott. Puh, lass das. Lass das bitte sein. Ich will das nicht nochmal. Und wieso hat der Frauenkleider an? Was ist mit ihm? Was soll denn das? Der kommt jetzt. Wenn. Boah, ich dachte schon, der saß da. Oh, uha. Lass mich raten, der Knopf ist für die Sicherheitstür, dass die Tür aufgeht. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo das war. Hello, it's me, what I'm looking for. Na, um was wollen wir wetten, dass das Laken gleich weg ist? Oh. Oder auch nicht.
Das war der Knopf, ne? Oh, das Bettlaken! Hui! Oh, ein selbstbewegendes Bettlaken, geil! Kann es bitte automatisch in die Waschmaschine wandern? Oh, aber das ist super! Gott! Ich schreck mich vom Bettlaken. Ah, oh, wie gut das ist! Was passiert jetzt, wenn ich drücke? Toll. Das war die Gittertür, ne? Hinter Gittern. Na toll. Noch tiefer hier rein. Oder ist das eine Abkürzung? Warte mal, irgendwo war doch noch ein Gitter, oder? Da hinten nicht, da ging es zum Generator. Wo war denn das andere Gitter? Weil das ist ja jetzt nur hier. Hier links war noch eins. Na toll. Blaue Türen? Nein, meine Theorie geht nicht auf. Also nicht alle blauen Türen kann man öffnen. Wie schön das ist. Ach, hier kommt man nicht rein. Da geht's bestimmt zur Leichenhalle, das ist gut. Finden wir hier irgendwelche Infos? Kann ich crouchen? Nee. Aber ich kann mich hier bestimmt verstecken, oder? Oh, ich dachte schon, da steht einer. Wow, ich sollte aufhören, sowas zu spielen. Ist das? Ist das? Oh nein. Wo kommt man denn jetzt hin? Hallo? Das ist nicht die Leichenhalle. Es ist doch irgendwo anders. Toll. Ich muss alle Räume durchsuchen. Okay. Der Raum ist viel zu groß und viel zu lang. Ich frage mich... I'm fucking kill you! Oh fuck, Alter, ich muss los. Da muss ich aber den Groß, der ist bestimmt hinter uns, ne? Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Oh fuck, Alter. Alter, ich hab Gänsehaut. Wo muss ich hin? Da ist der Ausgang. Nimm den scheiß Ausgang. Lauf! Ja, ja! Nein! Was? Das kann nicht sein! Wie kann es enden? Danke, dass du die Demo gespielt hast. Die Demo reflektiert nicht die Qualität des finalen Produkts. Ja, fühl dich frei und reporte uns Bugs und irgendwelche Fehler und dein Feedback in unserem Discord-Channel oder in der Stream-Community. Wenn du uns supporten willst bei diesem Spiel, mach es sicher, indem du uns auf die Wishlist setzt. Und folge uns in den Social-Media-Kanälen und der Steam-Page. Hab ich schon gemacht, finde ich voll geil.